Ich begrüße Sie trotzdem ganz herzlich hier im Workshop Arbeit. Die inklusive Arbeitsgesellschaft ist ein Thema, was wir innerhalb unseres Verbundprojektes auch sehr breit diskutiert haben. Ich freue mich deswegen, dass wir das heute hier auch wieder mit einem tollen, aus NRW besetzten Podium abschließen werden und möchte jetzt an dieser Stelle eigentlich nur noch quasi hier als Deko stehen, weil ich noch gleich eine PowerPoint-Präsentation durchklicken darf. Der Rechner steht hier. Und übergebe das Wort gerne an die Moderatorin Dr. Birgit Beisheim. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, André. Ich möchte erstmal Sie euch alle herzlich begrüßen zu dem Workshop, wo die Frage gestellt wird nach dem wirklich komplizierten Fall, was ist inklusive Arbeit? Und wir wollen hier heute beleuchten, welche unterschiedlichen Zugänge zu schaffen sind oder welche auch unterschiedlichen Gruppen einbezogen werden müssen in diese Diskussion. Ich will mich aber erst einmal selber vorstellen. Ich bin Birgit Beisheim. Ich bin seit Mai 2012 Mitglied des Landtags von Nordrhein-Westfalen und mache Politik für Bündnis 90 Die Grünen. Ich bin das industriepolitische Gesicht der Landtagsfraktion und bin auch gleichzeitig Sprecherin für Diversity Management. Wenn ich Leuten so erzähle, wofür ich stehe, was ich mache, dann stutzen sie halt immer. Wie passt das im Endeffekt zusammen? Aber eigentlich ist das eine ziemlich spannende Kombination zwischen, sage ich mal, dem Feld klassischer Wirtschafts- und Industriepolitik, in dem ich mich selbstverständlich bewege, in dem auch Debatten und Auseinandersetzungen geführt werden, aber halt auch das Gebiet, wo es darum geht, halt Leute, wie schaffe ich es, den Zugang zum Arbeitsplatz, zur Arbeit, zur Teilhabe, zur Chancengleichheit zu ermöglichen. Denn das ist gerade da, wo ich herkomme, nicht selbstverständlich. Ich komme aus Duisburg. Duisburg ist sicherlich bekannt, auch durch die Medien halt, durch die großen Probleme und Verwerfungen, die wir haben, durch die große Anzahl von Leuten, die wirklich arm sind, die keinen Zugang, keine Beteiligungsmöglichkeiten haben. Und deshalb bin ich halt auch sehr vertraut mit diesen Problemen und habe zum Beispiel vor 2-3 Wochen eine Schülergruppe gehabt, die versucht, nachträglich noch einmal ihren Schulabschluss zu verbessern. Und da war natürlich die Frage an mich gestellt, was können Sie denn für uns tun? Wie können Sie es denn schaffen, dass sich Unternehmen, Unternehmer für uns interessieren? Was für Möglichkeiten gibt es eigentlich für uns? Und das ist dann immer wieder, das war für mich persönlich sehr, sage ich mal, auch bedrückend, weil es durchaus nicht so war, dass diese jungen Menschen das nicht wollten, sondern im Endeffekt war niemand da, der ihnen konkret einfach mal die Hand reichte und zeigte, wie man das denn schaffen könnte, auch im Hinblick auf die individuellen Probleme, die vielleicht dazu geführt haben, dass sie halt noch nicht die Chance bekommen haben. Denn es ist beinahe selbstverständlich, dass man eigentlich immer sagt, dass jeder und jede das Recht haben muss, sein Leben in Würde und Selbstbestimmung leben zu dürfen. Doch diese Umsetzung dieser politischen Leitlinie ist einer eigenständigen Existenzsicherung, ist für einen großen Teil der Gesellschaft einfach nicht gegeben. Und es gibt eine große Lücke zwischen dem Anspruch auf Inklusion und der Realität, und die muss schlichtweg abgebaut werden. Und die zu beobachtenden Veränderungen des deutschen Wirtschaftssystems zu einer stärker ausgebauten Wissens- und Dienstleistungsgesellschaft kann unter Umständen eine Chance sein, um neue Beschäftigungsformen und Sektoren zu entwickeln. Und wie das aussehen könnte, dazu haben wir heute Gelegenheit zu diskutieren. Und ich denke, dass alle, und ich kenne auch ein paar von Ihnen, von euch persönlich, sicherlich sehr auch Expertinnen und Experten sind. Und deshalb freue ich mich sehr auf die Diskussion. Doch beginnen möchte ich zunächst einmal damit, die heutigen Referenten vorzustellen und sie bitten, zunächst als Einstieg über ihre Arbeit zu berichten. Und da möchte ich zuerst begrüßen Frau Gertrud Servus, zu meiner Linken. Frau Servus ist Sprecherin des Netzwerkes für Mädchen und Frauen mit Behinderung und chronischer Erkrankung in Nordrhein-Westfalen. Und ich habe gelesen, Frau Servus, dass Ihr Motto ist,
Die Belange von Menschen mit Beeinträchtigungen sind Rechte von Bürgerinnen und Bürgern, die im Grundgesetz verankert sind und im Alltag umgesetzt werden. Und ich habe mir überlegt, dass gerade dieses Motto sicherlich eine sehr wichtige, gute Leitidee ist, aber sicherlich auch damit verbunden ist, dass es kein leichter Weg ist, den Sie gegangen sind die letzten 15 Jahre. Und ja, ich wollte Sie bitten, darüber zu berichten, was geschehen ist, beziehungsweise das, was vielleicht auch zukünftig von Ihnen gedacht und gemacht wird. Ja, vielleicht möchte ich erst mal sagen, dass das Amt der Sprecherin des Netzwerkes von Frauen und Mädchen mit Behinderung ein Ehrenamt ist und dass ich also hauptberuflich als Psychologin tätig bin. Das muss man, glaube ich, wissen, wenn man dann weiter in der Diskussion geht. Mir ist nochmal wichtig, das Netzwerk vorzustellen. Wir haben uns vor nahezu 20 Jahren gegründet, weil uns deutlich wurde, dass Frauen mit Behinderungen zweimal diskriminiert werden. Einmal als Mensch mit einer Beeinträchtigung. Damals in den klassischen Behindertenverbänden waren wir immer fürs Kaffeekochen und die Protokolle schreiben zuständig. Und aber auch in dem Leben als Frau. Und das sehen Sie ja auch in der Bevölkerung. Ich mache das immer an der Behindertentoilette deutlich. Da ist immer nur ein Rollstuhl abgebildet. Und man weiß nicht, ist der Mensch, der dort beeinträchtigt ist, ist es eine Frau oder ein Mann? Und uns war ganz wichtig, erstmal zu sagen, also zunächst sind wir Frauen und darüber hinaus sind wir beeinträchtigt. Wenn wir jetzt wir verstehen uns als ein politisches Netzwerk, vertreten also mehr, nahezu in NRW 1 Million Frauen, die beeinträchtigt sind und sind demokratisch organisiert und parteipolitisch unabhängig. Dennoch sind wir parteilich. Ich denke, das muss ich sagen, weil wir stehen auf der Seite der Betroffenen. Und wenn ich jetzt den Punkt Arbeit anspreche, soll ich das in dieser Runde schon tun? Also wenn ich den Punkt Arbeit anspreche, dann muss man bei Menschen mit Behinderungen zweimal differenzieren. Auf der einen Seite gibt es Menschen, das sind 95% aller Menschen mit Beeinträchtigungen, bei denen die Beeinträchtigung erst im Laufe des Lebens auftritt. Bei denen ist die Rehabilitation und dann auch das Wiedereintreten in Arbeit relativ gut gesichert, weil es dort Kostenträger klar sind und so weiter. Aber für die anderen 5%, nämlich den Kindern, die also ihre Behinderung im Kindesalter erwerben oder mit Beeinträchtigung geboren sind, ist dieser Weg um ein Vielfaches schwieriger. Umso mehr noch, wenn sie Mädchen sind. Sie kennen, weil Sie sagten, wie sieht eigentlich, man geht im Bild, wenn man Menschen mit Beeinträchtigungen davon aus, dass sie eigentlich nicht arbeiten, weil sie nicht arbeiten können, denn sie sind ja beeinträchtigt. Und da sind wir schon bei einem der ersten Probleme, das wurde ja auch heute Morgen schon diskutiert, dass wir immer an unseren Defiziten gemessen werden und nach unseren Defiziten klassifiziert werden. Ich kann für mich in meinem Beruf sagen, für mich ist, wenn ich also mit Mädchen in erster Linie mit Beeinträchtigung arbeite, meine Behinderung ein Vorteil, weil sie nämlich wissen, sie müssen mir nicht so viel erklären, weil ich das selbst erlebt habe. Und da, ich denke, ist eine unserer ersten Forderungen, dass wir sagen, schaut auf unsere Fähigkeiten, egal ob Mann oder Frau, denn ihr verschleudert Ressourcen. Es gibt ganz viel, was wir können und was brach liegt oder klassischerweise in einer Behindertenwerkstatt, sage ich jetzt mal, abgeschoben wird, die ja per Gesetz erstmal immer als Übergangslösung gedacht wurde und ihr als aufnehmende Gesellschaft also nicht unsere Kompetenzen nutzt. Ein Problem, das möchte ich noch voranziehen, sind das Problem der Frauen und Mütter. Ein Großteil der Frauen mit Behinderungen haben ihre Behinderung durch Unfall im Haushalt erworben, sind von der Leiter gestürzt oder sonst was. Da ist das Problem, dort gibt es keinen Kostenträger, was die berufliche Rehabilitation angeht.
Also ist das also schon mal ein sehr schwieriger Weg, dann diese berufliche Eingliederung oder Wiedereingliederung zu erreichen. Das zweite Problem, das diese Frauen betrifft, ist, dass sie keinen Schwerbehindertenausweis beantragen. Und zwar nach einer Studie im letzten Jahr zur Lebenssituation der behinderten Frauen und Mädchen in Deutschland, da wurde festgestellt, dass 60% der Frauen, die ein Anrecht auf diesen Schwerbehindertenausweis haben, ihn nicht beantragen, weil in der Bevölkerung die Meinung herrscht, das ist ja nur was wegen der Steuervorteile und weil ich ja nicht arbeite, zahle ich ja keine Steuer und deswegen brauche ich den Ausweis nicht. In Wahrheit ist aber so, dass dieser Ausweis, und ich sage das jetzt in Anführungsstrichen, die Eintrittskarte ist für Rehabilitationsleistungen. Wenn man das nicht nachweist, dass man beeinträchtigt ist, werden diese Leistungen um ein Vielfaches schwieriger gewährleistet oder eben auch gar nicht. Und die bestehenden Systeme, wenn ich jetzt nochmal auf die Frau gucke, gehen davon aus, dass Frauen mit Behinderung selbstverständlich keine Familie haben und kein Kind erziehen. Und deshalb gibt es keine Teilzeitangebote oder Angebote, wo man eben das Kind mit in die Umschulung oder kaum Angebote, wo man das Kind mit in die Umschulung nehmen könnte. Darüber hinaus, und das trifft sowohl die Männer als auch die Frauen zu, sind diese Maßnahmen, die es heute im klassischen Sinne noch gibt, bilden die eher nicht in Zukunft sichere Berufe aus. Also klassische Menschen mit Behinderungen werden immer noch als Bürokaufmann Gehilfen ausgebildet. Den gibt es aber in der Tat in der Realität überhaupt nicht mehr. Und da wird also auf zwei Seiten, sage ich jetzt mal, Ressourcen verschleudert. Erstmal wird Geld verschleudert in eine Ausbildung, die dann wenig Nutze ist. Und die Fähigkeiten der Betroffenen liegen brav. Und dann wird nochmal Geld verschleudert, weil sie ja dann von Transferleistungen leben und leben müssen. Wenn wir also von einer inklusiven Arbeitswelt sprechen würden, jetzt noch ganz kurz, dann bedeutet das für uns zwei Dinge. Einerseits, dass die Arbeitswelt sich so gestaltet wird, dass wir mit unseren Beeinträchtigungen dort leben können. Dafür gibt es individuell gesehen Zuschüsse. Also wenn ich jetzt irgendwo arbeiten würde und es müsste ein Aufzug eingebaut werden, dann wird das bezahlt. Das ist der eine Weg. Aber der andere Weg, das ist Gesamtgesellschaft gesehen, dass man es schafft, eine Arbeitswelt zu schaffen, wo wir selbstverständlich miteinander leben und arbeiten. Und da wäre es gut, wenn wir die Arbeitsbereiche so differenzieren könnten, dass jeder mit seinen Fähigkeiten sich dort einbringen kann. Ich habe ein Jahr in Schweden gearbeitet, habe dort die Lebenssituation von behinderten Kindern in Göteborg, also in Schweden und auch in Deutschland verglichen. Und dort ist das so, dass man zum Beispiel bei Menschen, die einen hohen Unterstützungsbedarf haben, einfach den Tätigkeitsbereich so aufgliedert, dass man sagt, okay, Herr Müller kann nur das Papier tragen in der Druckerei, also trägt er das Papier, aber der bekommt den gleichen Lohn wie derjenige, der den komplizierten Drucker dort bedient. Da sind wir noch lange nicht. Das Einzige, sage ich jetzt mal, was wir in Deutschland anbieten in Sachen Inklusion, sind die sogenannten Integrationsfirmen, die besonders gefördert werden, wo es verpflichtend ist, dass 50% der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen beeinträchtigt sind. Wir haben ganz viele Fördermaßnahmen, soll ich das später sagen? Oder? Also wir haben ganz viele Fördermaßnahmen hier in Deutschland und die kann man differenzieren, indem man einerseits sagt, es gibt Fördermaßnahmen, die der Arbeitgeber bekommt, wenn er einen Menschen mit Behinderung einstellt, und dann gibt es Fördermaßnahmen, die der Mensch mit Behinderung mitbringt. Wir als Betroffene möchten lieber nur die Maßnahmen haben, die wir mitbringen. Weil es nämlich im Moment in Deutschland einfach so ist, klassischerweise wird ein Mensch mit Behinderung ungefähr 3 Jahre lang gefördert.
die Fördermittel nehmen ab, also zu Beginn 100%, dann 80%, dann 60% und danach eben gar nichts mehr. Das führt in den meisten Fällen dazu, dass man also, dass die meisten Firmen, wenn also die Förderung durch den Staat ausgelaufen ist, Möglichkeiten finden, dem Betroffenen zu kündigen. Es gibt dort Möglichkeiten, um dann mit einem etwas anders geartenden Konzept einen anderen Menschen oder manchmal auch sogar den gleichen wieder einzustellen, um dann wieder die nächste Förderung, sage ich jetzt mal, abzugreifen. Und wenn wir aber sagen, wir würden die Förderung mitnehmen als Assistenz oder als die Bedarfe, die unterstützt werden müssen, dann bliebe das dieses unterstützte Mittel, also entweder die Sachleistungen oder die finanziellen Mittel, die blieben dann bei uns, also bei dem betroffenen Arbeitnehmer, bei der betroffenen Arbeitnehmerin. Und wir würden sie bei der Arbeitsplatzveränderung mitnehmen. Jetzt nicht die behindertengerechte Toilette, die ist eingebaut, aber einfach die Sachmittel, die sonst eben einfach so tätig sind. Und ich denke, da müssen wir noch ganz viel tun. Und was wir uns wünschen, ist dann einfach, dass wir eine Arbeitswelt schaffen, in dem also jeder mit seinen und jede mit ihren Fähigkeiten und seinen Fähigkeiten eben seine Möglichkeit einbringt. Und dass es da also viel weniger krankmachende Faktoren gibt, weil gerade diese krankmachenden Faktoren, zum Beispiel in der Industrie sind es meistens Arbeitsunfälle, die zu Behinderungen führen, dass wir die einfach ausgleichen. Im Moment ist es aber noch so, dass ein Großteil der Menschen mit Beeinträchtigungen im erwerbsfähigen Alter von Transferleistungen lebt. Also entweder von Grundsicherung, ganz wenige von Rente und noch weniger, was jetzt auf Frauen bezogen eben von den Leistungen oder den finanziellen Mitteln, die der Partner mit in die Ehe bringt. Wenn wir die Einkommensstaffel, es gibt dort Untersuchungen bei gleicher Ausbildung, sonst kann man es ja nicht vergleichen. Wenn wir also wir haben untersucht bei gleicher Ausbildung, wie dann das Lohngefälle ist. Also an erster Stelle steht dann bei der Entlohnung der nicht behinderte Mann, gefolgt von dem behinderten Mann, der ist dann eine Stufe tiefer in der Lohnskala, dann kommt die nicht behinderte Frau und als letzte eben die Frau mit Beeinträchtigung. Das sind also qualitativ sehr hohe Unterschiede in der Entlohnung und das ist natürlich auch wichtig, weil Teilhabe auch mit Geld verbunden ist. Ich kann nicht teilhaben, wenn ich mir die Kinokarte nicht leisten kann. Von daher muss man Inklusion auch mit finanziellen Mitteln denken. Jetzt nicht so, wie es heute Morgen diskutiert wurde, also wenn das in der Schule da nicht geht, dann muss das Land das bezahlen oder man muss die Kommune das bezahlen, sondern wir gehen davon aus, als Menschen mit Behinderung, dass wir sagen, es ist ganz viel Geld im System an Transferleistungen für Menschen mit Behinderungen. Da leben ganze Berufszweige von der Rehabilitation und die haben natürlich auch Interesse daran, dass dieses System, so wie es bleibt, erhalten ist. Wir würden uns aber ein Teilhabegeld wünschen, dass man also sagt, um deine Benachteiligung, die kann man ja dann klassifizieren, um deine Benachteiligung ausgleichen zu können, bekommst du ein einkommensunabhängiges Teilhabegeld und kannst dann diese Transferleistungen oder diese Unterstützungsleistungen, die du brauchst im Alltag, sei es jetzt in der Arbeit und im Privatleben, dann selbst finanzieren, weil es dann auch selbstbestimmt ist, dass der Mensch das erhält, was er benötigt und das, was er möchte. Denn die bestehenden Hilfesysteme sind zwar sehr vielfältig, aber die gehen sehr oft an den Bedürfnissen der Betroffenen vorbei. Ja, vielen Dank, Frau Servus, auch schon mal für viele auch inhaltliche Vorschläge, die wir sicherlich gleich auch noch mal im Plenum gemeinsam diskutieren könnten. Und ich habe mir den Satz gemerkt, den Sie gesagt haben, dass jeder kann und soll sich mit seinen Fähigkeiten einbringen. Und das ist, finde ich, auch eine gute Überleitung zu Herrn Udo Holtkamp. Herr Holtkamp ist
sei Herr Holtkamp ist Sprecher des Arbeitskreises Recycling e.V. aus Herford. Und das Motto dieses Arbeitskreises ist, aus alt macht nicht neu, sondern aus alt macht Arbeit. Und ja, seit 20 Jahren werden dort Werkstoffe recycelt und ja, das heißt, viele tausend Tonnen sind seitdem nicht einfach an Wertstoffen weggeworfen oder verbrannt worden, sondern das Unternehmen hat sich einen ganz wichtigen Gedanken zugrunde gesetzt, nämlich, dass wir Kreisläufe schließen und das heißt auch, dass Wertstoffe zurückgeführt werden sollen. Das heißt, der Gedanke, wie man sagt, man heute Reuse steht da im Vordergrund. Und ich würde Herrn Holtkamp gerne fragen, wie funktioniert das denn? Und brummt denn Ihr kleiner Jobmotor? Achso, Entschuldigung. Ja, ich war ein bisschen überrascht, als mich die Heinrich-Böll-Stiftung gefragt hat, ob ich hier hin will, weil wir hatten bis dahin gar nicht vermutet, dass wir irgendetwas mit Inklusion zu tun hatten. Den Begriff habe ich bis dahin erst nur aus der Zeitung gekannt und habe das eben überwiegend mit Behinderten verbunden. Und im Gespräch mit dem André Moser kam mir dann die Idee, ja, vielleicht sind wir ja doch irgendwie Teil dieses Systems und Teil auch dieser Philosophie. Und nun habe ich ganz viele Leute gefragt und alle haben immer, jeder hat mir ein bisschen was anderes gesagt. Also ich versuche mal jetzt unseren Betrieb kurz zu beschreiben, was wir machen. Und dann kann man vielleicht ableiten, ob das, was wir tun, auch in diesen Rahmen passt. Uns gibt es seit 30 Jahren. Wir sind angefangen als Arbeitsloseninitiative von Leuten, die keine Jobs gehabt haben und die haben sich selber Arbeit geschaffen und haben das auf einem ökologischen Ansatz gehabt und haben gedacht, na gut, wir versuchen mal den Müll, der sonst weggeworfen wird, nochmal an Leute weiter zu verkaufen. Das ist gefördert worden zum ersten vom Sozialamt und später dann auch von der, vom Arbeitsamt im Rahmen von AWM-Maßnahmen. Und so die ersten 10 Jahre haben wir uns so langsam, aber stetig entwickelt, aber auf einem Niveau, was noch relativ schwach war, was auch bedeutet hat, dass wir immer wieder wechselnde Personen hatten. Das heißt, diese Maßnahmen gingen dann 1 Jahr oder manchmal gingen sie 2 Jahre. Und wenn die Leute ihre Zeit durch hatten, dann waren sie eben wieder weg. Und irgendwann ist so ein Punkt gekommen, wo wir gesagt haben, das kann eigentlich gar nicht so weitergehen. Die Arbeitsmarktpolitik ist eh, wer davon betroffen ist, weiß, es ist immer schwierig zu beurteilen, wie das nächste Jahr aussieht. Mal heißt es, es gibt keine Mittel, dann heißt es, wir haben viel zu viel Mittel. Jetzt müsst ihr aber mal ran und müsst mal sehen, dass ihr da jetzt für uns wieder Plätze schafft. Und das ist uns einfach ein bisschen unangenehm gewesen und wir haben versucht, dagegen zu steuern. Und der einzige Weg, den wir damals gesehen haben, war, wie können wir es schaffen, diesen Second-Hand-Handel, den wir im weiteren Sinne betreiben, so sexy zu machen, dass breitere Bevölkerungsschichten auch bei uns einkaufen. Und dass man eben diesen Gedanken, man kann auch gebrauchte Klamotten tragen oder man kann auch mal einen gebrauchten Schrank oder ein Bett oder was immer schön ist, was bei uns ankommt, was uns die Bürger spenden, wie kann man das jetzt wieder unter die Menschen zurückbringen. Dabei ist natürlich in der heutigen Situation das Wunderbare, dass die EU jetzt auch fordert, dass man bessere Systeme hat, wie man Rücknahmesysteme entwickelt, wie man Wertstoffe einspart, wie man sie so separiert, dass man möglichst viel aus diesen Wertstoffen auch wieder recyceln kann, also wieder zurückholen kann. Und in dieser Thematik haben wir gesagt, wir müssen jetzt eben möglichst viel verkaufen und mit dem, was wir dann einnehmen, damit finanzieren wir feste Plätze, Arbeitsplätze. Der erste Mitarbeiter, den wir hatten, war jemand, der bei uns im Möbellager gearbeitet hat und wir brauchten unbedingt jemanden, der im Verkauf aber auch die Möbel aufgebaut hat und das war sozusagen unsere erste Stelle. Danach sind wir dann angefangen, haben peu à peu mehr Stellen geschaffen. Wir sind jetzt bei 40 Personen, die wir alle aus diesem System Arbeitslosigkeit herausgeholt haben. Ich selber bin angefangen als AWM-Maßnahme und hatte dann nach 2 Jahren keine Arbeit mehr natürlich, weil wir uns nicht bezahlen konnten. Das war natürlich auch eine große Motivation zu sagen, da muss ich doch was dran ändern und bin dann wieder angefangen zu arbeiten, nachdem das vorbei war. Das Arbeitsamt war damals noch viel gnädiger als heute und hat dann sowas auch ermöglicht und das war auch noch sehr gut bezahlt, das muss man auch noch sagen. Heutzutage sind die Mittel ja wesentlich geringer geworden und wir haben dann eben geschafft, dass wir jetzt so auf 40 Leuten sind, die wir aus unseren eigenen Mitteln bezahlen und ungefähr nochmal die gleiche Menge, vielleicht ein paar mehr, die noch mit Lohnkostenzuschüssen bei uns sind. Das sind teilweise ältere Mitarbeiter, die dann bis in die Rente gehen können und so weiter. Das ist also eine Mischkalkulation. Darüber hinaus haben wir so ungefähr 80 bis 100 AGHs, also 1-Euro-Jobber. Das hängt immer davon ab, was jetzt gerade zugewiesen wird. Wir haben mittlerweile 7 Betriebe. Wir haben uns also erweitert. Wir waren ursprünglich nur im Kreis Herford, sind jetzt auch im Kreis Bielefeld
oder in der Stadt Bielefeld mit 2 Läden vertreten und sehen eigentlich, dass dieses System, was wir für uns entwickelt haben und was sehr erfolgreich ist, also ich kenne kein anderes Projekt, was eine so hohe Refinanzierungsquote hat, dass man das eigentlich dazu nutzen können sollte, zum Beispiel Teilzeitarbeitsplätze, weil da sind wir sehr flexibel. Das ist ja überwiegend so eine Verkaufstätigkeit. Da kann man, wenn man das richtig steuert, kann man sehr, sehr verschiedene Arbeitsplätze anbieten, auf Gebieten, die sonst, sage ich mal, wo einfach kein Arbeitsmarkt mehr für da ist. Diese Langzeitarbeitslosenzahlen haben sich über viele Jahre gehalten. Es gibt für viele Menschen überhaupt gar keine Möglichkeit, ins System reinzukommen. Und wenn es die gibt, dann sind das Arbeitsplätze, die so per Order Mufti sozusagen sich mit Sachen beschäftigen müssen, die eigentlich völlig sinnlos sind. Da gibt es so sogenannte Zusätzlichkeitskriterien, die von den Jobcentern festgelegt werden, in denen praktisch definiert wird, wer stört jetzt den normalen Wirtschaftsablauf und wer darf was machen. Das führt in der Regel dazu, dass man sagt zum Beispiel, also ein ganz blödes Beispiel ist vom TÜV, dass man Leute hinsetzt, die müssen 5000 Puzzleteile zusammen gucken, ob das Puzzle vollständig ist, was man geschenkt bekommen hat. Und wenn es dann funktioniert, verkauft man es für 1 Euro wieder. Das ist für uns aber so eine Beschäftigung, die völlig wertfrei und sinnfrei ist. Wir versuchen das so zu machen, dass die Leute bei uns, erstmal, dass bei uns jeder Kunde natürlich kaufen darf, was auch sehr umstritten ist. Da leben wir auf einer glücklichen Insel, dass unsere Agentur das uns noch ermöglicht. Aber unsere Vorstellung ist, wenn das in zum Beispiel Nordrhein-Westfalen, wo wir jetzt mit dem Öko-Institut sowas versuchen zu installieren, wenn man eine Dachmarke hat, wo jeder Bürger weiß, da gibt es so ein System wie unseres oder ein ähnliches System, da kann ich meine Möbel hinbringen, ich kann meinen Hausrat entsorgen, ich werde da beraten, auch teilweise in Umweltproblematiken, dass man daraus neue Arbeit schaffen kann, wenn man es uns ermöglicht, auch an jeden verkaufen zu dürfen, wenn man Werbung machen kann und so weiter. Und das ist eigentlich so meine Kernthese. Ich möchte das jetzt nicht zu weit ausführen. Ich habe draußen nochmal hier unseren Flyer aus Altmach Arbeit hingelegt, wen das interessiert. Und ich glaube, in der Mappe, von die hier der Henry-Böll-Stiftung gemacht hat, haben wir einen kleinen Text noch eingefügt. Und ansonsten auf unserer Homepage kann man sich auch informieren und gleich dann eben auch im Gespräch mit Ihnen. Ja, Dankeschön. Ja, vielen Dank, Herr Holtkamp. Und wir haben hier auch einen zweiten Menschen sitzen, der sich tatsächlich auch um konkrete Teilhabe kümmert in einem Unternehmen seit 2009, das ist der Herr Dahlke zu meiner Linken, Geschäftsführer der Dahlke Industrieleistung in Gütersloh. Und das Unternehmen hat vor ungefähr 7 Jahren 25-jähriges Betriebsjubiläum gefeiert und jetzt nach der Zeit kann man sicherlich sagen, es war damals eines der ältesten Unternehmen überhaupt in Deutschland, in Europa, die ja integrativ von Arbeiten und von privater Hand geführt werden. Ich denke mir, dieser Titel ältestes Unternehmen ist sicherlich immer noch richtig. Das kann auch nicht geändert werden, aber es war zum damaligen Zeitpunkt auch eines von sehr wenigen Unternehmen, die so aufgestellt sind. Und deshalb hoffe ich mal, dass eventuell etwas dazugekommen ist, dass die Anzahl sich erhöht hat, aber vielleicht ist diese Hoffnung auch nicht berechtigt. Und ich würde mich freuen, wenn Sie etwas erzählen über Ihr Unternehmen und wie das heute noch ausschaut in dem Bereich, den man auch anders ausdrückt als Social Entrepreneurship. Gut, das letzte Wort kann ich nicht aussprechen, ich werde es auch nicht wiederholen. Ich war also auch sehr überrascht, als der Herr Moser mich anrief und eben anfragte, ob ich hier auch etwas zum Besten geben könnte. Ich habe gleich zu Herrn Moser gesagt, das Einzige, was ich machen kann, ist eben was von der praktischen Arbeit zu erzählen und keine hochtrabenden Sachen von mir geben. Darum habe ich auch mal ein paar Bilder mitgebracht, dass man sich mal vorstellen kann, wie der Betrieb, also die Dahlke GmbH, die es eben seit 1981 mittlerweile gibt, wie die sich eben auch entwickelt hat. Also der ursprüngliche Gedanke und warum überhaupt die Dahlke GmbH mal entstanden ist, ist gewesen, dass zwei der damaligen Geschäftsführer mal in Bethel als Sozialarbeiter gearbeitet haben und gemerkt haben, das, was die psychisch erkrankten Menschen dort in Bethel machen müssen, kann es auf Dauer nicht sein, weil die Arbeit dort reduziert war,
irgendwie zwei Teile zusammenzustecken. Und dafür haben sie eben zu damaliger Zeit wenige D-Mark bekommen. So, und die beiden, also Herr Landwehr und Herr Simon, haben dann also mit Professor Dörner, der damals Leiter der Westfälischen Klinik in Gütersloh gewesen ist, einen Dritten gefunden, der gesagt hat, okay, wir gehen jetzt mal ganz andere Wege und wir werden einfach eine Firma gründen, wo eben psychisch erkrankte Menschen einer ganz normalen Tätigkeit nachgehen und vor allen Dingen sollen die Möglichkeit haben, so viel Geld zu verdienen, dass man von diesem Geld auch leben kann, dass also keine weiteren Transferleistungen notwendig sind. Das Ganze war anfangs sehr waghalsig und es gab also auch glücklicherweise Unterstützung vom Landschaftsverband, aber der größte Unterstützer ist natürlich eine in Gütersloh ortsansässige Firma gewesen, die Waschmaschinen herstellt. Dort hat man nämlich offene Türen eingerannt und hat gesagt, okay, wir gehen diesen Versuch mit euch ein. Das heißt, ihr leistet Montagearbeiten, so wie jeder andere Zulieferer auch. Wir machen auch keinen Unterschied, aber wir werden das eben mit einem guten Willen erstmal begleiten. So. Und der Einstieg ist natürlich erst minimal gewesen, das heißt, also anfangs gab es 5 Mitarbeiter, das hat sich dann aber ziemlich schnell entwickelt und aus diesen 5 Mitarbeitern sind mittlerweile 60 geworden. Wir haben 2 Standorte, haben einen Umsatz von über 2 Millionen Euro im Jahr, haben einen eigenen Fuhrpark, haben, also vielleicht noch mal einmal gerade zurück. Also wir haben, fangen wir mal mit den Leistungen der Dahlke GmbH an. Wir bauen also im Jahr 800.000 Baugruppen. Das soll heißen, dass wir zum Beispiel jede Tür, die in einen Waschautomaten reingeht, dass die bei Dahlke gefertigt wird. Also es gibt keinen Miele-Waschautomaten, wo wir nicht unsere Finger mit im Spiel gehabt haben. Die Montagefläche beträgt eben mittlerweile auch schon 4.000 Quadratmeter an beiden Standorten zusammen und wir haben eben 60 langjährige Mitarbeiter und langjährig heißt also jetzt nicht irgendwie 1 Jahr, 2 Jahr, 3 Jahre, sondern wir haben jedes Jahr Jubilare, die 10, 15, 20, 25 Jahre bei uns beschäftigt sind. Und das ist für uns also auch eine ganz wichtige Geschichte, weil nur langjährige Mitarbeiter einschätzbar sind, was dann eben auch die Qualität oder was sich auf die Qualität der Produkte dann eben entsprechend auswirkt. Und wir wollen auch kein Durchlauferhitzer sein, wir wollen kein Projekt sein, sondern wir stehen als Betrieb da und da ist natürlich ja die Belegschaft einfach das A und O. Jetzt mal die Firma Dahlke unter dem Aspekt des Integrationsbetriebes. Also wir haben eben 34 Arbeitsplätze für Menschen mit psychischer Erkrankung und 26 Menschen, dazu zähle ich mich dann eben auch, also da ist der ganze Overhead auch mit drin, Menschen, die also keinen Schwerbehindertenausweis haben. Wir haben also auch nur sozialversicherungspflichtige Ganztagsstellen, also wir haben keine 400-Euro-Stellen, einfach aus dem Grund, dass es bei uns nicht praktikabel ist, weil wir natürlich eine Reihenfertigung haben und wenn dann einer um 11 sagen würde, so jetzt muss ich aber wieder nach Hause gehen, dann würde Herr Miele bei uns anrufen und würde sagen, so geht das aber nicht, weil ihr müsst heute 3.000 Türen abliefern, als Beispiel. Wir sind also erster Arbeitsmarkt, da legen wir auch ganz großen Wert drauf, da legt aber auch die Belegschaft ganz großen Wert drauf. Und bei der Namensgebung, also hier Dahlke GmbH, das ist ja erstmal etwas ganz Unscheinbares, also Dahlke ist nach dem gleichnamigen Fluss in Gütersloh benannt worden, da steht jetzt eben nicht für sozial benachteiligte Menschen oder sonst was,
weil wir das auch nicht für gut heißen, sondern wir wollen ja als Firma auftreten und wir müssen eben durch unsere Fähigkeiten, durch unser Produkt müssen wir hervorstechen und nicht dadurch, dass wir einen ganz bestimmten Personenkreis eben auch beschäftigen. Gut, was wir eben noch haben, ist eine qualifizierte fachliche Anleitung. Das heißt also, die Leute, die bei uns im Overhead beschäftigt sind, haben entsprechende Doppelqualifikationen aus dem pädagogischen, aus dem technisch und oder kaufmännischen Bereich. Ja, das ist erstmal so in groben Zügen das, was wir machen, das, was wir leisten. Und ich muss also auch zu meiner Schande gestehen, ich habe, glaube ich, vor 2,5 Jahren erstmalig den Begriff der Inklusion gehört. War ich auch stutzig. Was meint man damit? Ist irgendwie was an uns vorbeigegangen? Haben wir was verpennt? Oder? Aber heute kann ich, glaube ich, mit Fug und Recht sagen, dass wir im Prinzip seit 1981 nichts anderes machen. Ja, vielen Dank für diesen Ausflug in die Praxis. Das zeigt uns auch nochmal, dass wenn man mit Unternehmen diskutiert, zum Beispiel auch den Begriff Inklusion, aber auch, das kenne ich auch aus meiner Arbeit, wenn man das Thema Diversity diskutiert in unterschiedlichen Gesprächsrunden, wird natürlich auch erst einmal darüber nachgedacht, was ist denn das, was soll das denn, und am Ende des Tages sagen auch gerade viele kleine Mittelständler, das machen wir doch, und genauso das ist im letzten Endes jetzt hier auch passiert, dass im Prinzip gerade im Mittelstand oder bei kleinen Unternehmen vieles von dem, was einzufordern ist, ja gelebte Praxis ist. Und letzten Endes geht es aber auch darum, nicht nur gelebte Praxis zu haben, sondern vielleicht auch ein Modell oder eine Strategie zu entwickeln, unter die zusammengefasst gearbeitet werden kann. Und ich möchte deshalb überleiten zu Shahid Bascha. Shahid Bascha ist zweiter Vorsitzender des Vereins Public Diversity und er deckt den Bereich ab, der jetzt noch etwas fehlt, und zwar den Bereich Bildung. Er kümmert sich letzten Endes um interkulturelle Öffnung in Lehrerkollegien und damit steht er halt auch an einer Schnittstelle bzw. an der Scharnierstelle, die letzten Endes auch einen wichtigen Beitrag dazu leistet, dass Inklusion, Teilhabe gelingen kann. Und ich freue mich jetzt auch über seinen Beitrag, in dem er uns erzählt, über seine Arbeit, vielleicht auch seine Arbeit als in der RAA, beziehungsweise auch über seine Arbeit im Verein Public Diversity. Gerne. Guten Tag, meine Damen und Herren. Ich freue mich heute, hier mit dabei sein zu können. Und zwar haben meine Vorredner teilweise gesagt, dass sie überrascht waren, hier dabei zu sein, oder dass sie feststellen mussten, dass sie doch ein Stück weit Inklusion in ihrem beruflichen Umfeld betreiben und dass ihnen das erst quasi später vielleicht doch aufgefallen ist. Ich wusste aufgrund meines Berufes sehr früh schon, dass ich Teil dieser Inklusionsdebatte bin und sein werde. Ich bin nämlich Studienrat an einem Kölner Gymnasium und habe natürlich gerade, weil die Inklusionsdebatte sehr stark auch mit schulischer Bildung verbunden wird, auch so wie meine Kolleginnen und Kollegen dann doch realisiert, es geht um uns in einem wesentlichen Maße. Aber ich bin auch froh darum, dass ich hier mit Ihnen, Herr Holtkamp oder auch Herrn Dahlke, nochmal deutlich machen kann, Inklusion ist nicht nur ein Thema für Kinder und Jugendliche und schulische Bildung, um Gottes Willen, sondern es betrifft noch eine weit viel größere Bevölkerungsgruppe, viele Millionen Menschen, die außerhalb der schulischen Bildung sind, in Arbeitsprozessen sind. Und
gesellschaftliche Teilhabe, so wie unsere erste Vorrednerin da, noch darauf fokussierte, gesellschaftliche Teilhabe und Partizipation für sich beanspruchen. Ich möchte daher also auch gar nicht, sonst wären Sie ja auch in der anderen Arbeitsgruppe gewesen, Bildung und nicht hier, auch Ihnen gar nichts über Schule und die Probleme oder die Fragestellungen, mit denen wir uns in der Schule zur Inklusion stellen, Sie damit jetzt großartig behelligen. Darum geht es gar nicht, aber Sie haben vorhin zu Recht noch mal ein Stück weit darauf hingewiesen. Ich bin zweiter Vorsitzender des Vereins Public Diversity und Public Diversity e.V. mit Sitz in Düsseldorf setzt sich für die interkulturelle Öffnung des öffentlichen Dienstes ein. Dieser Verein hat sich aus einem Netzwerk herausgebildet, und zwar aus einem Netzwerk der Lehrkräfte mit Zuwanderungsgeschichte. In diesem Netzwerk, in diesem Netzwerk haben sich Kolleginnen und Kollegen, die in nordrhein-westfälischem Schuldienst sich befinden und über eine Migrationsgeschichte oder einen Migrationshintergrund verfügen, organisiert. Dies war eine Initiative des Schulministeriums, und wir sind auch sehr dankbar darum gewesen, dass wir mit dieser Initialzündung letztendlich aus dem ministeriellen Bereich dann zueinander gefunden haben. Denn für uns war es wichtig, dass wir einander kennenlernten und somit dann also ein Forum erhielten, uns auszutauschen. Uns wurde aber auch sehr schnell klar, dass der Schuldienst und unsere Arbeit, die eben sehr viel mit Bildung und Schule zu tun hat, nicht alles sein kann, sondern dass es in diesem Bundesland, aber auch generell auch in anderen Bundesländern, und da stehen wir eigentlich als Nordrhein-Westfalen sogar noch viel besser da als viele andere Bundesländer, unser gemeinsames Ziel sein muss, den öffentlichen Dienst stärker interkulturell zu öffnen. Was bedeutet das? Die interkulturelle Öffnung, die wir uns im öffentlichen Dienst vorstellen, ist, ich mag das mal mit drei Begriffen letztendlich Ihnen vorstellen: sichtbar machen, sensibilisieren und steuern. Und die Sichtbarmachung ist das, was wir selbst an uns erfahren haben, durch Netzwerkbildung, durch Kooperation, durch Dialog, durch Informationskampagnen, Öffentlichkeitsarbeit sichtbar machen der Potenziale und der Ressourcen, die bisher gerade für den öffentlichen Dienst nicht berücksichtigt worden sind oder weniger Berücksichtigung erfahren haben. Nun, vielleicht nur ein paar wenige Zahlen, damit Ihnen das etwas deutlicher wird. Wir haben etwas über 4 Millionen Menschen mit Migrationshintergrund in unserem Bundesland. Wenn wir aber in den öffentlichen Dienst schauen, wenn Sie in die Ministerien, in die Bezirksregierungen, in die Verwaltungen gehen, in die Kommunen schauen, vielleicht kommen Sie auch aus diesen Arbeitsfeldern, werden Sie feststellen, dass wir bei weitem keine 20% Menschen mit Migrationshintergrund im öffentlichen Dienst haben. Denn diese 4,2 Millionen etwa, die wir in Nordrhein-Westfalen haben, entsprechen ungefähr 20% der nordrhein-westfälischen Bevölkerung. Allein, wenn wir, um nur noch eine zweite Zahl zu nennen, den Schuldienst anschauen, wir haben im Landesdurchschnitt etwa 30% Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund. Dies ist natürlich regional und schulformabhängig nochmal deutlich, kann sich das anders gestalten. Schulen mit 90% Migrationsanteil und dann aber auch Schulen nur mit 5 oder 10% Migrationsanteil. Aber im Landesschnitt 30%. Jedoch stehen diesen 30% Schülerinnen und Schülern mit Migrationshintergrund gerade einmal knapp 2% Lehrkräfte mit Migrationshintergrund gegenüber. Ich glaube, ich brauche Ihnen das gar nicht weiter aufzuführen. Sie werden das einfach selbst sicherlich bemerken. Hier haben wir zahlentechnische Dissonanzen, die eigentlich gar nicht so passen. Ähnlich verhält es sich halt mit dem öffentlichen Dienst. Schule ist ein Teil des öffentlichen Dienstes, aber der öffentliche Dienst besteht halt nicht nur aus Schule. Daher glauben wir, dass wir in dem Verein, und deshalb haben wir diesen Verein damals gegründet, etwas breiter aufgestellt sein können und ein Stück weit auch freier arbeiten können. Möchten wir uns dafür einsetzen, dass Menschen
mit Migrationshintergrund stärker auf den öffentlichen Dienst aufmerksam werden und den öffentlichen Dienst als möglichen potenziellen Arbeitgeber für sich erkennen und entdecken. Auch hier haben wir ganz großen Nachholbedarf. Wir bieten regelmäßigen Abständen Schülercampi zum Beispiel an, also ein Schülercampus für Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund, und geben ihnen Gelegenheit, über mehrere Tage verschiedene Arbeitgeber aus dem öffentlichen Dienst kennenzulernen. Dabei richtet sich das aber nicht nur an zukünftige Abiturienten, sondern auch an Schülerinnen und Schüler mit mittlerem Schulabschluss. Und wir möchten aber auch den öffentlichen Dienst selbst sensibilisieren, angefangen von den Lehrerkollegien bis hin zur Verwaltung und Abteilungen, die viel mit Menschen mit Zuwanderungsgeschichte zu tun haben, dass wir hier mit ihnen gemeinsam Konzepte erarbeiten, die ihre Arbeit effektiver gestalten und sie dann auch eine bessere Wirkung, einen größeren Wirkungsgrad haben, gerade wenn sie dann darüber sich beklagen, dass sie mit vielen Maßnahmen eigentlich gar nicht die Menschen mit Migrationshintergrund erreichen können. Und wenn wir dann ein bisschen drüber schauen, stellen wir fest, die Maßnahmen sind aber entwickelt worden, ohne kulturelle Gewohnheiten, Konsumgewohnheiten, Lebensgewohnheiten der Menschen, die man eigentlich ansprechen wollte, zu berücksichtigen. Und dann wundert man sich halt, dass wertvolle Ressourcen und auch viel Steuergelder dann doch nicht ihre Wirkung erzielen, obwohl sie wohlgemeint eingesetzt werden. Steuern, hatte ich Ihnen als drittes Schlagwort genannt, bedeutet, dass wir versuchen, in der Unternehmenskultur, in den Leitbildern des öffentlichen Dienstes, der Abteilungen oder der Ministerien, der Bezirksregierung, der öffentlichen Verwaltung, aber auch gesetzlich, und da haben wir in Nordrhein-Westfalen Pionierarbeit geleistet mit der Landesinitiative Mehr Migranten und Migrantinnen und Migranten in den öffentlichen Dienst, bereits 2010, also vor etwa 3 Jahren jetzt, und mit dem Gesetz, jetzt muss ich mal das ein bisschen, wie nannte sich das Gesetz, weil das so ein bisschen kompliziert sich formuliert wurde, im Gesetz zur Förderung der gesellschaftlichen Teilhabe und Integration in Nordrhein-Westfalen, also Teilhabe- und Integrationsgesetz. Damit haben wir bereits gute Voraussetzungen geschaffen, die auch eine gewisse Verbindlichkeit mit sich bringen, für den öffentlichen Dienst hier sich auch tatsächlich zu bewegen, also nicht nur in Sonntagsreden sich zu üben, sondern auch nach einer gewissen Zeit zu zeigen, wo haben wir uns geöffnet, welche Konzepte haben wir erarbeitet. Wir haben also die Aufgabe als Verein, sichtbar machen der Potenziale, sensibilisieren, indem wir beide Seiten, Menschen mit und ohne Zuwanderungsgeschichte, sensibilisieren und aufeinander aufmerksam machen, und nochmal steuern, indem wir entweder Verbindlichkeiten für den öffentlichen Arbeitgeber formulieren oder dies dann also auch nochmal sehr unterstützen, dass es Gesetze gibt, die das ein Stück weit steuern können. Wir als Verein haben an dem nationalen Aktionsplan Integration der Bundesregierung mitgewirkt in den letzten Jahren, haben da also nochmal gemeinsam mit den Ministerien Ideen erarbeitet, Konzepte erarbeitet, wie wir also auch auf anderen Ebenen nochmal für eine gewisse interkulturelle Öffnung hinbekommen. Denn die ist notwendig, wenn der öffentliche Dienst auch dauerhaft in einer gesellschaftlich heterogenen Gesellschaft, auch ihre Glaubwürdigkeit eine Glaubwürdigkeit erhalten und beibehalten möchte, dass Menschen sich halt eben auch mit dem öffentlichen Dienst, ob sie nun Arbeit dort tätig sind oder nur Kunden sind, als Bürgerinnen und Bürger auch identifizieren können. Und das ist uns wichtig. Denn über diese Identifikation geht auch ein Stück weit auch Identifikation mit diesem Land, mit den Institutionen dieses Landes.
und mit dem, was unser Land auch ein Stück weit an Werten, Wertekanon entwickelt hat, einher. Und genau das brauchen wir, wenn wir letztendlich gemeinsam die Verantwortung für die Zukunft unserer Gesellschaft übernehmen möchten. Dankeschön. Ja, vielen Dank, Herr Bascher. Ich denke mir, wir haben viel gehört, auch über unterschiedliche Wege in eine inklusive Arbeitsgesellschaft. Und ich möchte jetzt gerne eigentlich überleiten zu einem Blog, wo da auch Sie im Publikum beteiligt werden sollen. Und ich würde Sie gerne bitten, Fragen zu stellen, die sich sicherlich ergeben haben nach dieser Vorstellungsrunde. Und ja, bitte um Wortmeldung. Also wir benutzen Behinderungen als eine gesellschaftliche Kategorie, die uns hindert, das zu tun, was wir tun wollen. Wir benutzen es nicht als Kategorie, wie es üblicherweise klassifiziert wird, was weiß ich, körperbehindert, blind, gehörlos, so und so viel Prozent oder so und so viel. Wir sagen, behindert ist man nicht, behindert wird man und benennen dadurch die Rahmenbedingungen. Von daher, wenn wir das klassifizieren würden, dann beziehen wir uns immer eigentlich auf den englischen die ja sagen, people with special needs, also Menschen mit besonderen Bedürfnissen. Und besondere Bedürfnisse haben wir alle in bestimmten Situationen, die kann man nicht klassifizieren in Ausweisen. Von daher benutzen wir diesen Begriff, so wie ich eben beschrieben habe, als gesellschaftliche Dimension.